Jetzt komme ich wieder nicht mehr raus. Warte. Ich bin zu blöd, meistens so einen Cobblestone-Generator bauen. Das habt ihr ja auch gesehen in Skyblock. Houston! 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 Nein! Ah, ich brenne, Hilfe! Ah. Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Crash Landing. Ich habe die letzten Tage wieder nichts online gestellt, leider. Weil ich einfach keine Zeit hatte aufzunehmen. Aber jetzt geht es wieder voran. Endlich. Und ich muss zuerst mal wieder gucken, dass ich Wasser krieg. Weil ich bin schon wieder am Verdursten. Bäume abbauen ist immer so mühselig. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich muss endlich mit Tinker's Construct anfangen, damit ich schneller zu. Moment, achso, ich muss hier erst das Laub reinmachen. Damit ich bessere Hilfe. Werkzeuge krieg. Hilfe. Noch nicht rein. Hallo? Ja, du hast da Hilfe. Hallo! Komm rein! Oh, Hallo! Leben. Wasser. Wasser. Wer bist du denn? Hi, ich bin da hinten abgestürzt. Du auch? Ja. Das kann ja nicht sein, dass wir gleichzeitig irgendwo abstürzen. Also, so ein bisschen zeitversetzt, aber oh, Hilfe, ich habe 39 Grad. Ich brauche schnell was zu trinken. Kaltes Wasser. Ja, ich trinke. Aber ich hoffe, das hilft. Und wo ist dein Flugzeug? Ich bin tagelang durch die Wüste gerannt. Das ist ganz weiter hinten im hinterm Horizont, dass ich dich überhaupt gefunden habe. Ja, das war Glück. Ach Mann, der macht hier wieder so ein doofes Teil. Die Energie ist leer. Ja, also ich begrüße jetzt mal Mavia hier. Wir haben natürlich. Hallihallo. Wir. Hallo? Ah ja, okay. Ach, oh verdammt. Ich brauche Wasser. Wir brauchen Cobblestone. Dann müssen wir sieben, ganz viel sieben. Oder wir machen uns einen Generator. Auch eine gute Idee. Direkt mal gucken. Transferknoten, Redstone. Wasser. Wasser. Eine Flasche habe ich, toll. Na, ein bisschen Abkühlung wenigstens. Ich guck mal gerade, dass ich vielleicht hier. Hast du gerade mal noch ein bisschen Holz? Ja, Moment. Dann gucke ich gerade mal, ob ich den Generator hinbekomme. Welchen? Den Cobblestone-Generator. Jetzt schon. Ja, wenn wir die Ressourcen dazu haben. Wir brauchen erstmal Werkzeug, sonst können wir die Steine gar nicht abbauen. Brauchen wir nicht abzubauen, das wird automatisch gemacht. Womit? Mit dem Generator. Weiß gar nicht, was du meinst. Dann haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Generatoren im Sinn. Schauen wir einfach mal. Ich wollte gerade einen Cobblestone-Generator bauen. Ja. Du willst meins wahrscheinlich einfach nur mit Lava und Wasser und dann mit der Spitzhacke abbauen, ne? Ja. Ja. So. Ei.
Hilfe, geh weg. Ich versuche das Ganze mit einem Transferknoten, der das Ganze dann automatisch in ein Fass pumpt. Was kann sein, dass wir dafür noch nicht genug Ressourcen haben. Deshalb baue ich hier gerade mal, gucke ich, dass das Pyrophium. Nein, nein, nein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, nein, nein. Oh. Ja. Oh, ich dehydriere schon wieder. Ich bin schon wieder bei 39 Grad. Hast du gerade noch Dust? Ich brauche nämlich noch mindestens einen Cobblestone. In der Kiste hast du geschaut? Ja, die zwei habe ich schon rausgenommen. Jetzt wird es wieder kühler. Zum Glück. Abkühlung. Ja, das ist hier so extrem, das gibt es gar nicht eigentlich. Der Mangel an Cobblestone am Anfang vom Spiel ist wirklich so dermaßen enervierend. Sobald man da mal einen Generator hat, dann weiß man nicht mehr, wohin damit. Nein, schon wieder Feuer. Muss ich von dem Zeug fernhalten. Ja, ich bin ja dabei. Das hört sich ungesund an. Okay, also Cobblestone-Generator haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir Werkzeug. Muss ich gerade mal gucken, wie Das der. sind die Tool Stations vom Tinker. Warte mal kurz. Weil wichtig sind die Teile. Ja, genau, die Pattern. Machen wir zum Beispiel hier den Stencil Table. Hast du einen Stamm, Holzstamm? Oh nee, den habe ich gerade verbraten. Da braucht man nämlich einen. Aber einen Baum habe ich. Das ist doch schon mal die halbe Miete. Habe ich mir Fackeln gemacht letztes Mal? Ja, hier stehen welche rum, gell? Ah ja. Hier lege ich dir mal raus. Oh, ja. Ich mache da das derweil noch ein bisschen Laub hier. So, das ist der Ja, ich Partbilder. glaube, die Schere ist bald kaputt, ja. Aber für den Baum müsste es noch reichen. Mehr Holz, mehr Holz. Ja, ich habe noch. Hier nochmal 12 und ein Lock. Machen wir das nämlich schnell. Jetzt wird es wieder Nacht, jetzt müssen wir aufpassen.
Ich weiß gar nicht, wie viele Spinnen ich getötet habe, damit wir schlafen können. Hol noch so viel Holz wie möglich und dann Ja, die komm kommen. rein. Ich komme jetzt. Letztes Lock. Gerade nochmal anpflanzen. Ich komme. Oh, und verhungern tue ich gleich. So, das ist die Tool Station, da mal den Part Builder. Ein Crafting Station habe ich noch. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Was habe ich denn noch zu essen? Ein Silkworm könnte ich mal braten. Das ist nämlich Lecker. ein Quest eigentlich. Und dann haue ich hier noch ein paar nochmal Laub rein, damit wir noch ein bisschen Erde kriegen. So, ein Silkworm habe ich. Questbook. Ne, hier. Dann da. Dann da. Silkworm. Ja, Claim Reward. Summon Rice Seed. Schön. Können wir morgen anpflanzen? Ich kann jetzt alle Quests nochmal machen. Wahrscheinlich, Ich weil du krieg gerade. Habe ich? Ich habe jetzt alle Belohnungen nochmal gekriegt. Ist ja geil. Beschweren wir uns mal nicht. Ich habe noch ein Camelpack. Und lauter Wasserflaschen. Ah, wir brauchen noch mehr Knochen. Haben wir hier? Achso, Knochen. Fertige Knochen. Ja, Dann müssen wir am. Knochenmehl haben wir, das ist nicht das Problem. Wir müssen mal am Morgen mal rausgehen. Ich mache uns gerade mal Werkzeug. Aber das Schöne ist, hier aus dem Knochenmehl kann man auch die Tinkers-Waffen herstellen. Die kann man auch problemlos damit wieder reparieren. Das heißt, es ist alles sehr günstig. Nur halt für den Crook, den wir brauchen. Brauchen wir ganze Knochen. Mach mal hier immer die Türe zu. Hab Angst. Oh, ich Hast kann. du Ich habe sogar noch eine Energy Cell gekriegt. Leadstone Energy Cell gekriegt. eine Leadstone Energy Cell? Oh, sehr schön. Haben wir immer gebrauchen. Und den Shell Constructor. Okay. Und oh, Munition auch. Hm? Sehr schön. Das machen wir da rein. Ja, ein Knochen haben wir. 14 Strings, damit lässt sich ein Bett machen. Sehr schön. Dann bringt uns wahrscheinlich nichts, weil wahrscheinlich jeder schlafen muss. Danke. Bitte. Viel Spaß damit. Was machen wir denn hier noch? Ist noch ein Apfel. Ein Apfelbaum können wir machen. Habe ich Oh ja ja. in irgendeiner anderen Folge mal gesagt. Hier. Apfel und einen Oak-Säbling gibt einfach einen Apfelbaum-Setzling. Immer gern gesehen. So. Ich habe zwei Steine. Warum habe ich zwei Steine? Hast du mir die gegeben? Aua! Da ist wohl ein Creeper irgendwo explodiert. Gegeben habe ich dir keine, aber wenn du mir die gibst, dann kann ich damit garantiert Oh, nette schon Sachen machen. wieder. Einfach ignorieren. Nein, das haut mich. Oh. Oh. Ich Sehr weiß schön. gar nicht, wo ich die zwei Steine her habe. Ach, die hattest du wahrscheinlich aus der Crafting Station genommen, die ich da drin hatte. Ja, genau. Du hattest ja was angeordnet. Da ist noch dein Silkworm. Ja, ist egal. Mein Ja. Inventar ist voll. Ich hau mal hier noch Laub rein. Ich guck mal, ob man da. Ja, toll. Keine Energie mehr.
Ja, du hast ja noch eine letzte On Energy Cell bekommen. Ja, stimmt. Ja, das Wasser hier frisst eine Menge Energie. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Jupp. Hab ich noch mehr Armor? Ah ja, wir brauchen noch eine ganze Menge Holz morgen. Holzstämme. Für die eine Quest. Ah, ist das die Rüstung? Ja, genau. Ja, wobei Rüstungen hier ja kontraproduktiv sind. Schwitzt man ja viel mehr. Ja, die Holzrüstung ist da, glaube ich, Oh genehm. nein. Es gibt hier zwei davon. Es gibt zwei so komisch. Ah. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, einer war recht schnell fertig. Kann ich ja nichts dafür, wenn deiner sich so lange Zeit lässt. Wie ist es bei dir mit Nahrung? Ja, geht noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Zombie Jerky, noch meine Peanut Butter and Jelly Sandwich für die erste Nacht oder zwei bin ich noch versorgt. Okay. Ich muss mir jetzt nur überlegen. Ich bin eigentlich schon wieder fast am Verhungern. Ich brauche noch einen Cobblestone. Ich würde gerne rausgehen, aber dazu dunkel. Sollten wir erst das Dach von unserer Base absichern, damit da keine Monster spawnen. Wie ist es denn eigentlich mit meinen Soundeinstellungen, weil ich höre eigentlich nichts. Ich gehe hier mal ein bisschen höher. Ne, nicht die Musik, sondern das Sound. Noch ein Vorschlag, wir können morgen, wenn es nochmal hell ist, oben mal Fackeln draufstellen. Dann spawnen auch keine Spinnen mehr. Genau, das war ja das, was ich meinte. Wenn du noch eine Kohle habe ich noch. So, ich habe also den. Vier Fackeln. Hattest du schon gemacht. Na, sieh da. Ja, es wird. Es graut. Es graut. Dir oder? Der Morgenkraut. Ja, da hinten haben wir schon eine unsichtbare Spinne. Es gibt auch noch fliegende Spinnen. Ja, ist hier ganz krass, wie die Monster abgehen. Hast du gerade mal deine Redstone-Fackel? Habe ich gerade mal noch ein bisschen. Ein bisschen Dust. Ich hoffe mal, dass. Also im Moment höre ich keine Spinne auf dem Dach. Das ist eigentlich ganz gut. Mal, dass die jetzt nicht noch zum Ende der Nacht hier ankommen und meinen, sie müssen hier Party machen. Wollen wir es dann hoffen? Oh, eigentlich kommen die Zombies ja hier rein. Seh ich gerade. Ich habe ja da ein Loch gemacht, damit das die. Oh, da ist ein Skeleton. Damit die Lavaflüssigkeit da durchkommt. Ah. Und das hast du offen gelassen für Monster. Sehr freundlich. Genau, genau. Es war volle Absicht. Absolut. Ich lasse die Redstone-Fackel mal hier unten stehen. Da ist ein Skeleton. Das werde ich gleich mal hauen. Das steht nämlich im Wasser. Das wird nicht verbrennen. Das ist ungünstig. Nee, das war Absicht. Ja. Och nee. Hast du ein Skelett reingelassen? Ja, das war da. Aber das doofe Skelett hat gemeint, es muss in die Lava fallen. sodass ich doch keinen Knochen kriege. Warte mal ganz kurz. So, ich hätte gern noch ein. Ja, genau. So ein Säbling wollte ich haben. So, Tilda.
Was wollte ich? Achso, oben Fackeln draufstellen. Ja, aufs Dach unbedingt. Ich pflanze jetzt mal den Apfelbaum an. Lass den gleich mal ein bisschen wachsen hier. Mach gleich mal ein paar Äpfel. Weil Apfelsuppe und sowas, das lohnt sich. Lecker. Oder Apfelkuchen gibt es, glaube ich, auch. Oh ja. Muss gucken, dass wir irgendwann Soja bekommen. Ja. Und dann geht's hier ab, essensmäßig. Warte mal, könnte ich doch eigentlich hier kurz mal. Ich habe nämlich noch ein bisschen Gras hier, Erde. Naja. So ein Abschuss kann man halt nur mit Gras überleben. Das ist schon klar. Kann ich verstehen. Und dann kann man hier nämlich auch mit Bone Meal. Nee. Nee, Axt hast du nicht gemacht. Doch. Ich habe dir eine Axt gegeben. Schaufel und Axt. Ja, eine Holzaxt. Nein, Knoche. Ja, aber für Holz. Ja, eine Axt aus Knochen, damit du Bäume fällen kannst. Ja, und hast ja auch was für Stein, weil sonst bringt der Cobblestone-Generator gar nichts. Pickaxe kann ich dir gerade machen, das ist kein Problem. Achtung, Spinne! Du bist der Einzige, der gerade eine Waffe hat. Das. Ja, ich weiß aber nicht, wo sie hin ist. Die war da gerade. Ah, da auf dem Dach ist sie. Ah, die war zum Glück auf dich geeicht. Ah. Und zwei Sphinx wieder. Haben wir nochmal eine Wolle. Ich habe noch hier Birchwood und Clay. Machen wir noch eine Kiste. Holz mache ich da mal rein. Dann, nee, warte, ich mache noch eine Kiste. Je mehr Kisten, umso besser. Und zwar stelle ich die da hinten ins Cockpit. Und da tue ich mal Nahrungsmittel rein. Oder alles, was mit Nahrung zu tun hat. Ja. Gute Idee. Direkt mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Gut, und das war's dann eigentlich auch schon für die heutige Folge. Schon. Okay. Ja. Aber es geht ja weiter. Also ich muss jetzt wirklich mal wieder dranbleiben. Bin ich eigentlich den Zuschauern ein bisschen schuldig. Bitteschön. Ah, danke. Dann mache ich noch einen einzigen. Das mache ich jetzt noch. Oh, Äpfel. Den Cobblestone machen. Tust dir wieder weh? Pass auf. Ja. Irgendwie bin ich zu blöd für immer so ein. Hallo? Jetzt komme ich nicht mehr aus dem Wasser. Ich komme nicht mehr aus dem Wasser. Aber auf Salzwasser schwimmt man doch nochmal. Ja. Ich check's immer nie, wie man so ein. Doch, guck schon wieder. Ich. Ich bin zu nach, blöd. Du rennst nach links ins Wasser, schnell, schnell. Ja, ich bin ja drin. Jetzt komme ich wieder nicht mehr raus. Warte. Ich bin zu blöd, meistens so einen Cobblestone-Generator bauen. Das habt ihr ja auch gesehen in Skyblock. Ja. Ich brauche, glaube ich, mal wieder hier eine kalte Wasserflasche. Ja, du glühst. Ja, fast 40 Grad. Gut. Meine Temperatur sinkt. Oh nein, sie steigt weiter. Gibst du mir gerade mal deinen Cobblestone, bitte? Okay. Danke sehr. Jetzt mach ich gerade meinen Hammer. Das habe ich gerade noch hingekriegt. Haarscharf. Ich mach mal die Türe zu. Damit nicht so viel Hitze reinkommt. Man kann auch nach unten gehen, das soll auch etwas helfen. Weil es nach unten hin kälter wird. Habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ja, ich würde mich dann jetzt verabschieden.
Mavia sehen wir in der nächsten Folge sehr wahrscheinlich auch wieder. Auf jeden Fall. Ja, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye bye.